In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Hardware-in-the-Loop-Lösung mit der Profibus-TP-Kopplung in das CIMIT Simulation Framework integrieren können. Die Kopplung setzen Sie ein, wenn Sie Ihre reale Steuerung in Betrieb nehmen wollen. Für den Test verwende ich eine hochverfügbare PA-CPU, die über die Profibus-DP-Schnittstellen mit der Simulation Unit verbunden ist. Pro Kanal kann ich damit bis zu 125 Slaves simulieren. Die Kommunikation mit meinem CIMIT-Rechner findet über die TCP/IP-Verbindung statt. Im ersten Schritt gebe ich der Simulation Unit eine neue IP-Adresse, welche sich im selben Subnetz befinden muss wie der Simulationsrechner. Im Semantic Manager gehe ich auf Edit Ethernet Node. Mit der Browse-Funktion wird das Netzwerk nach allen verfügbaren Teilnehmern durchsucht. Nun gebe ich der gefundenen Simulation Unit eine neue IP-Adresse mit zugehöriger Netzmaske. In CIMIT trage ich ebenfalls die neue IP-Adresse der Simulation Unit im Konfigurationsdialog ein. Durch die Refresh-Funktion sehe ich, ob die Simulation Unit richtig erkannt wurde. Mit der OK-Taste ist die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen und ich kann mit der Profibus-TP-Ankopplung beginnen. Zuerst gehe ich in die Hardware-Konfiguration des Semantic Managers und klicke auf Speichern und Übersetzen. Damit werden die Systemdatenbausteine erzeugt, die ich für den Import benötige. Durch den Export der Symboltabelle aus der Hardware-Konfiguration kann ich zusätzlich die Symbole für die EA-Signale in die Simulation übernehmen. Anschließend wechsle ich in die Projektsicht von CIMIT und erstelle eine neue Profibus-TP-Kopplung. Danach wähle ich die erste Systemdatenbausteindatei aus. Da ich für den Test ein hochverfügbares System verwende, hake ich zusätzlich die Option H-System an und wähle die zweite Systemdatenbausteindatei aus. Zusätzlich wähle ich die Symboltabelle aus, um alle symbolischen Namen und EA-Signale zu definieren. In der darunterliegenden Vorschau sehen Sie alle zu importierenden Slaves. Darin können Sie gezielt einzelne Slaves vom Importvorgang ausschließen. So können Sie beispielsweise reale Slaves wie Panels während der virtuellen Inbetriebnahme mit einbeziehen. Nach dem Importvorgang schließe ich die Konfiguration ab, indem ich die entsprechenden Profibus-Kanäle der Simulation Unit zuweise. Im Beispiel sind dies die Kanäle 0 und 1. Danach lade ich die Konfiguration in die Simulation Unit. Durch das Ausgehen der roten Busfehler-LED kann ich erkennen, dass alle meine Slaves richtig erkannt wurden. Anschließend kann ich die Simulation starten und einzelne Slaves deaktivieren oder auch Module ziehen und wieder stecken und so die Reaktion der Automatisierung auf diese Ausfälle testen. Darüber hinaus kann ich dem Automatisierungssystem Eingangssignale vorgeben und seine Reaktion in der PC7 OS beobachten. Darauf aufbauen können Geräte und bei Bedarf auch Prozessmodelle aufgesetzt werden. Mit der Profibus-TP-Kopplung des CIMIT Simulation Frameworks reale Controller anbieten, um deren Programme virtuellen Betrieb zu nehmen. Schnell, flexibel und komfortabel.